Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Astro. Wir waren ja hier in diesem tollen großen Asteroidenfeld unterwegs und haben hier das ein oder andere raumstationsähnliche Gebilde geplündert und waren jetzt auf der Suche nach nach einem Kometen oder Asteroiden, besser gesagt, in dem wir Titan ist, was wir suchen. Titan finden oder alternativ Diamanten, die würde ich auch nehmen. Ich bin eigentlich so wählerisch, aber hier haben wir. Ich glaube, das ist das, wo aus Titan rauskommt, meine ich. Das ist mal kurz einsammeln und gucken, ob mein Bildschirm ist wieder viel zu dunkel. Ich sehe wieder gar nichts. Fernbedienung, Bildschirm, mach mal heller. Ja. Ich sehe langsam was. Ah, jetzt sehe ich was. Okay, genau, daraus kriegen wir Eisenscherbe und Titanscherben. Genau. Das ist das, also dieses Ilmenit-Erz. Gut, das heißt, die Reise hat sich schon mindestens schon mal gelohnt. Wir haben den eigentlichen Grund jetzt schon mal bekommen. Allerdings hätte ich jetzt trotzdem gerne so ein Ding, wo Diamanten drin sind. Also ich meine, ich weiß, dass es die gibt. Ne? Also wer bescheuert hält, nein, die gibt es wirklich. Man muss sie halt nur finden, ne? Also ich glaube, in einigen sind so Eisen- oder Mineralkerne, sage ich mal, drin. Die gilt es halt jetzt zu finden. Problem ist nur, die wollen sich meistens nicht so finden lassen. Die haben da nämlich keinen Bock drauf. Dann sieht das so aus wie hier und man findet so ein leeres Ding. Gräbt sich einmal quer durch und stellt fest, jo, tut's nicht. Lohnt nicht. Den haben wir gerade drin, ne? Oder? Ja. Yeah. Okay, wie wär's damit? Dem hier. Der hat ein Loch drin. Das ist einer von diesen fast bewohnten Planeten. Ne, das ist einer so, der hat so ein Innenleben. Warum? Keine Ahnung. Wir wollen es nicht stören, ne? Hier ist ein Meteorit, der ist noch hot. Gucken. Also ich glaube, in den ganz großen ist eh immer schwierig, was zu finden, aber in den kleineren teilweise recht einfach. Jetzt sind wir hier am oberen Ende der Fahnenstange. Graben uns auch mal hier einfach mal quer durch. Vielleicht erhaschen wir ja was. Ach so, Leute, hier war ich gerade schon. Okay. Sehr gut, auf jeden Fall. Organisation ist alles, ne? Immer ganz wichtig. Schnappe ich mir jetzt mal den hier. Der sieht noch einigermaßen nett aus. Also so relativ klein. Tschüss. Wir hoffen, dass wir jetzt hier was finden. Ich meine, das muss nicht viel sein, ne? Hauptsache so ein paar Diamanten so. Fürs Gefühl. Fürs Feeling. Aber ich habe das Gefühl, hier ist auch wieder gar nichts drin. Ne, der ist hier schon wieder zu Ende. Okay, und dann du hier oben vielleicht? Du hast auch eine schwarze Seite? Nee. Aber er sieht irgendwie, ich weiß nicht, so aus, als könnte man was finden. Ich nehme es zurück. Er sieht nicht so aus, als könnte man was finden. Er sieht ziemlich dünn aus. Ziemlich sehr dünn. Okay, was ist mit dir? Du hättest auch wieder so das Aussehen, als hättest du ein Geheimnis. Vor allem mit diesem Packeis, oder was ist das hier? Ist doch Packeis, ne? Dichtes Eis. Macht das immer schon so ein bisschen verdächtig, ne? Genau, was haben wir jetzt hier? Solides Meteoreisen. Ach, guck an. Ach, interessant. Das heißt, mittlerweile ist es so gemacht, dass man kein Eisenerz mehr findet, sondern Solidified Iron, oder wie? Auch gut, also wenn ich jetzt erst täuscht, dann brauchen wir jetzt hier gerade Meteoreisen ab. Das können wir dann einfach zurückverwandeln in irgendwas. Okay. Space Warp, okay, cool. Können wir mal mitnehmen. Dann brauchen wir keine Meteoriten mehr farmen. Nie wieder. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so blöd, das jetzt hier großflächig einzuladen. Zumindest so ein bisschen. Ja, also alles brauchen wir jetzt nicht, aber was hier so rumfliegt, das kann man ja mal mitnehmen. Ne? Weil ich meine, das wird ja nicht schlecht. Es ist ja, wie wir schon gelesen haben, Meteoreisen. Von dieser Wasserflasche mit Luft drin habe ich seit Ewigkeiten drin, ne? Ich habe sie noch nie benutzt, glaube ich. Vielleicht mal diese eine Expedition, dieses komische, böse Ding da, aber sonst noch nie benutzt, diese Luftflasche. Was hängt hier wieder an? Hier ist wieder so eine komische Station dran. Okay. Finde ich jetzt nicht so spannend. Also das ist zwar netter Stuff drin, aber wir haben ja schon so viel davon. Tut es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, Fall. Fall. Tschüss.
So, ihr könnt auch mal alle runterfallen. So, nachdem wir jetzt uns hier Platz geschafft haben, stellen wir fest, dass hier nichts ist. Oder wie? Was haben wir denn hier Schönes? Sieht aus wie Kupfer oder Eisen? Eisenerz. Ne, ich will Diamanten haben. Ich will diesen einen haben mit dem Diamant innenleben. Ist das denn so schwer? Wie kann ich jetzt mal den Booster hier abschalten? Irgendwo habe ich eine Taste gehabt, mit der ich... Ja, okay, das tut's gar nicht. Abschalten kann. Wusste ich noch irgendwie. Dem hier war ich schon dran. Ich meine, hier wäre schon dran gewesen, aber der... Warum nicht? Tschüss. So, dann bullen wir uns aber hier nochmal rein. Vielleicht ist hier das der Glücksgriff. Okay, hier ist nochmal das Titan drin. Das ist jetzt ein anderer Glücksgriff. Nicht zwangsläufig der, den ich haben wollte, aber einer, mit dem ich leben kann. Das ist soweit in Ordnung. Müssen wir nur nachgucken, was man mit den Titanenscherben jetzt genau anstellt. Weil ich glaube, normal in den Ofen kamen die nämlich jetzt nicht. Da war irgendwas Spezielles. Meine ich zumindest. Sonst, ja, ganz normal Ofen auf, Ofen zu. Zeug rein. Müsste ich ja bei vielen Sachen so. Weil hier bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das hier auch so war. Doch, einfach nur ein Ofen. Okay. Perfekt. Details, das ist ziemlich einfach. Ich muss gucken, dass wir noch genug Sauerstoff übrig haben. Der sollte mir nämlich nicht ausgehen. Das wäre eher ungünstig hier. Ich meine, ich kann mich zwar immer noch per Notfall Warp nach Hause bewegen, aber dann das Risiko, ne, man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Ich hätte jetzt irgendwie gerne hier so einen mit Innenleben. Mit diamantischem Innenleben. So, weißt du, sowas Geiles hätte ich jetzt gerne hier. So, was hast du zu verbergen? Du wirkst so, als könntest du etwas. Aha, Eisen wieder. Okay. Finde ich jetzt nicht so spannend. Vor allem haben wir jetzt auch schon wieder genug von, auf jeden Fall. Was ist mit dir? Du bist so flach, hässlich und klein. Hast du ein diamantenes Geheimnis? Er hat ein Geheimnis, aber nur Aluminium. Okay. Wir kommen der Sache schon näher. Also Aluminium ist jetzt schon näher an Diamanten dran als alles andere. Nein, nicht perfekt, aber wir arbeiten dran, ne? Ich finde diese Microlegs immer noch richtig eklig. So, was ist mit dir? Du leuchtest irgendwie. Tschüss. So, was hast denn du als Grund, dass du leuchtest, ne? Hast du irgendwas in dir drin? Du Stein? Aluminiumerz? Tschüss. Was ist mit dir? Du wirkst auch so frech und steinig. Das, was Asteroiden so tun, wenn sie durch die Gegend fliegen, ne? Okay, Titan. Jetzt haben wir wahrscheinlich bald davon so viel, dass wir es nicht mehr brauchen. Wobei wir, glaube ich, die nächsten Raketen alle auf den bisherigen Raketenbaustoffen aufbauen. Das heißt, wir brauchen so tonnenweise Titan. Ich meine, Dash haben wir ja jetzt schon in rauen Mengen. So wie 1000 Stück davon. Von daher ist ein Titanvorrat sicherlich nicht das Schlechteste, was wir machen können. Vor allem, wenn das so wie hier hinterhergeschmissen wird. Was soll's. Nimm mit den Kram und gut ist. Ich sollte die Fackel besser platzieren, ne? Jetzt hab ich dreimal die Fackel platziert und hab sie irgendwie abgerissen, weil sie irgendwo drauf stand, wo es geil war. So. Ich finde, also wir müssen es noch nicht übertreiben. Wir haben jetzt mehrere Stacks voll. Das dürfte für alle Zeiten reichen. Sagt er und hat noch ein Loch in die Wand gehauen. So, aber ich glaube, Diamanten jetzt hier zu finden, wird schwierig. Pass auf, ich pick mir jetzt noch einen raus. Und wenn es der nicht ist, dann gehen wir nach Hause. Habe ich die Rakete dabei? Gut, Rakete haben wir schon geborgen. Das ist gut. Hier ist also eine komische Raumstation / irgendwas Geschichte. Was hast du zu verbergen? Du siehst aus, als könntest du was. Kannst du was, du Asteroid aus Eis und Gestein? Er kann Eisen. Ja, toll. Habe ich mir schon immer gewünscht. Super. Na toll. Ja gut, also haben wir nichts gefunden. Schade eigentlich. Könnten die nochmal ganz kurz, weil er so frech hierher guckt. Na, hast du Diamanten? Komm, das wäre jetzt der Knüller, wenn ich jetzt einfach hier so Diamanten finde.
So, völlig random. Okay, der hat gar nichts. Auch gut. Ja, gut, dann Landeplatz freimachen und dann dafür sorgen, dass wir Richtung nach Hause kommen. Damit wir dann wieder irgendwas mit der Rakete bauen können. Nachdem wir jetzt genug Material haben. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, das Ding noch hier... ja, wir könnten es jetzt noch leer machen. Hätten wir was mitgenommen, um es leer zu machen. Haben wir jetzt nicht. Wir haben Batterien gefunden. Okay. Egal. Wir haben jetzt genug Stuff dabei. Wir können jetzt einfach hingehen und sagen, ja, ich würde gerne in die Mars-Server-Raum. Zack, Server setzen, Teleport. Das ist so geil. Und schon sind wir wieder zu Hause. Ne? Das ist ziemlich einfach. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, ja. So. Ja, jetzt können wir mal unsere ganzen, ja... Errungenschaften hier ausladen. Diese komischen Shards hier behalte ich mal erst. Die können wir direkt dann im Ofen irgendwie verarbeiten. Ne? Irgendwie, irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob die von dem Ender-IO-Furnace-Dingen angenommen werden oder ob ich jetzt extra nochmal was anderes bauen muss dafür oder ob ich dann für den stinknormalen Ofen brauche. Ich habe keine Ahnung. Finden wir es raus. Okay, der nimmt sie an. Das ist schon mal sehr gut. Und dann brauchen wir mal ganzen Krams hier raus. Die Rakete... Warum nimmst du das nicht an? Egal. So. So. Genau. Die Korete kommt jetzt direkt wieder raus. Auf ihren dafür vorgesehenen Stellplatz. Und du dürftest mal voll sein. Da ist immer noch nicht voll. Hier ist voll. Das heißt, die Fluidacts füllen sich jetzt gerade auf. Vermutlich. Stellen wir direkt hier drauf. Der kann direkt wieder voll tanken. Ich weiß gar nicht, sind die hier alle vollgetankt? Ich habe keine Ahnung. Seid ihr vollgetankt? Aktiv. Okay, sie laden. Okay, das heißt, die sind auf jeden Fall geladen, die Raketen. Das ist schon mal gut. Wir könnten hier die neuen Platzdinger, die wir jetzt schon haben, hier schon hinstellen. Und dann schon mal hier so tun, als wäre hier auch eine Starterampe. Die wir natürlich haben, weil da ist noch keine. Kommt noch. Jetzt tun wir uns hier noch den ganzen... Krams raus und ja, genießen jetzt die Tatsache, dass wir jetzt Luftschleusenrahmen zum Abwinken haben. Warum nicht? Um tonnenweise so Strom, Batterie, Speicher, Kackteile und Versiegel irgendwas. Und Telemetrieempfänger, genau, Bildschirm hatten wir auch geklaut. Die können wir auch gleich mal noch irgendwo versuchen einzubauen. Das war hier schon mal Titan in rauen Mengen. Gefällt mir. Genau, diese Batterien können wir jetzt einfach mal irgendwo einbauen mit irgendwelchen Kabeln. Die müssten ja mit den normalen Kabeln funktionieren, dass wir einfach nochmal so einen Backup-Speicher haben. Der, was weiß ich, irgendwo einfach hier steht und einfach so nebenbei, so völlig unbemerkt, einfach Strom tankt. Ne? Einfach so als Backup. Von mir aus auch hier in dem Serverraum, weil ich meine, hier steht da eh nichts rum. So einfach hier jetzt so eine riesengroße, ja, Art Batterie hinbauen, die dann einfach Strom speichert. Genau, das ist einfach so eine. Hier so eine. Na, Emergency-Batterie hinstellen. Die. Wo ist das Stromkabel? Warum liegt hier kein Stromkabel drin? Kann ja jetzt nicht sein. Wieso liegt das Stromkabel denn. Hä? Also manchmal möchte ich den Typen, der das hier gebaut hat, mal verkloppen, ne? Überhaupt keine Ahnung von dem, was er hier tut. Genau. Dann haben wir hier schon mal, ja, perfekt. Sehr gut. Bestimmt nicht da. Na, jetzt kann man dann hier so ein... Ja, einfach so eine Notfallbatterie bauen, ne? Das war für den Fall, der wir dann einfach den Strom hier umleiten können. Na, ja, dann hat er hier... Ja, er hat halt nicht viel Strom, ne? Aber der dürfte halt theoretisch reichen, um das System zumindest so lange am Leben zu erhalten. Hier unser Item-System, ne? Dass wir da dann irgendwie, keine Ahnung... irgendwelche Items noch rausholen können, ne? Also ich meine, die Batterien stehen halt hier nur dumm rum. Sondern dass die sich hier nicht auflädt, die hier schon. Die sind halt angeschlossen, die sind halt einfach nur da, um irgendwie im Notfall irgendwas zu tun. Wir könnten auch hier hinten noch eine hinterstellen, die dann auch tatsächlich direkt am System angeschlossen ist. Das wäre, glaube ich, noch etwas besser. Etwas schlauer sogar tatsächlich. Um dafür zu sorgen, dass dann im Falle des Hauptenergienetzteilzeug hier
halt irgendwo ja, einen kritischen Energieloss hat, dann das Ding automatisch sich selber mit Strom weiterversorgen kann. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo das angeschlossen werden muss und in was für einem Verhältnis das so gemacht wird. Aber ich denke, wir können das einfach hier ums Eck legen. Ja, okay. Ich gebe zu, ist nicht ganz schlau alles verlegt, aber es muss funktionieren, ne? Gut, dieser Würfel ist jetzt auch nicht so smart da platziert. Vielleicht räume ich das hier mal kurz nochmal um, ne? Und stellt anders hin, dass dieses komische Schreibteil hier direkt dran sitzt und der Würfel hier tatsächlich irgendwie anders angebaut wird. So, also das muss jetzt da noch irgendwie dran. Nein, ich habe ein Loch in die Kuppel gerissen. Wir werden alle sterben. Um es kurz zu machen. Genau, wir werden alle elendig verrecken. Und ich sehe gerade, die Folge hat schon wieder Überlänge. Oh mein Gott, ich wollte mich schämen, aber ich brauche es eben noch zu Ende. Das muss ich jetzt hier fertig haben. Ja, da war auch dann der Chisel kaputt. Er hat noch ganze 7 Glas hinbekommen. Stolz auf ihn. So. Ich hoffe, der Strom kann jetzt auch hier direkt... Natürlich nicht. Ja, das heißt, der Strom muss dann tatsächlich irgendwie hier anders hingeleitet werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt hier genug Strom in dem Häuschen stehen, dass wir hier im Notfall alles mit Strom versorgen können. Indem wir einfach 2, 3 Kabel umstöpseln. Und warum steht da ein Kühler auf meiner Haustür? Bruder, was ist los bei dir? Warum ist da ein Kühler auf meiner Haustür? Wie kann das sein? Das ist nicht erlaubt, das ist nicht gestattet, das ist nicht vorgesehen. Mach ihn da weg! So, das kommt da nochmal. Okay. Nach hier waren die doch drin, ne? Meine ich, so war das doch. Genau. So, wie gesagt, die restlichen Batterien verteilen wir beim nächsten Mal und schauen uns dann nochmal an, wo das hier so hinführt. Haben jetzt hier nochmal extra Stromspeicher, der ganz dekorativ aussieht und ja. Genau, das wär's gewesen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin, haut rein, noch einen schönen Tag und tschüss!